Da wären wir, beziehungsweise da wäre ich. Und wenn man mich auch hört, ist auch alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Ja, der Titel sagt ja, worum es hier geht. Es geht mal nicht um ein Set, was ich gebaut habe, sondern um eine Sache, die ich bestellt und geliefert bekommen habe. Wobei die Lieferung etwas überraschend kam, weil ich habe etwas bestellt und es kam eine Bestellbestätigung und es passierte nichts. Es kam keine Versandbestätigung vom Händler, wo ich ja gewusst hätte, um was es geht, sondern es kam eine E-Mail von Hermes und sagte, du, da ist ein Paket für dich, das kommt Mittwoch. Kurze Zeit später kam, nee, am Mittwoch kam die E-Mail, ah, sorry, Mittwoch schaffen wir nicht, wird Donnerstag. Das ist in den letzten, die letzten vier Pakete, die ich von Hermes bekommen habe, folgten diesem Schema. Wir kündigen es für einen bestimmten Termin an und sagen dann, es wird einen Tag später. Und ich habe die ganze Zeit mir den Kopf zerbrochen, was das ist. Also ich habe so die letzten Bestellungen überlegt, die ich so gemacht habe, ob noch irgendwas unterwegs ist und mir ist nichts eingefallen. Ja, und dann habe ich gewartet und dann kam das Paket und ich dachte erst, ach, das ist das, war es nicht. Spoiler erzähle ich dann, wenn es kommt, was ist eigentlich, was ich dachte, aber das, da hieß es, das wird direkt aus dem Herstellungsland geschickt, dann kriegen wir nochmal eine Nachricht, also es konnte es gar nicht sein. Ja, und dann habe ich es ausgepackt und dachte so, stimmt ja, hast du ja bestellt. Ganz vergessen, dass ich's, das ist immer die schönsten Sachen, wenn man Sachen bestellt und vergisst, dass man sie bestellt. Außer man ärgert sich dann, weil man denkt, ach du Mist, dafür habe ich Geld ausgegeben. Nein, das war in diesem Fall nicht so. Worum geht es denn? Bevor ich es sozusagen in echt zeige und auspacke, zeige ich euch erstmal, was es war. Das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Also diese Seite hier, WLWYB oder WLWYB, We Love What You Build, heißt die Seite, war mir vorher völlig unbekannt. Ich weiß auch gar nicht genau, was die macht. Ich bin damals direkt auf ein Produkt gestoßen und worden und das habe ich dann bestellt im Shop. Wir können ja mal gucken. Downloads, Free Download, Lego Bricks, Global Cost Availability Guide, Lego Plates, Global Cost. Aha, okay. Ja, also irgendwas, da geht es um Lego-Teile, Services. Get Magic Done, Part Service, Brick Customization. Aha, okay. Also irgendwie rund um Bricks und Lego. Ach, guck mal hier, Lego Preisindex. Also irgendwas mit Lego haben die am Hut. Corporate Gifts, Geschäftsgeschenke. Also irgendwas mit Lego und Geschäftsding. Okay, das kostet ein bisschen was, klar. Ach so, aha, hier kann man wohl offensichtlich von den Sets konfektionieren lassen. Aha, ne? Könnte ich sagen, macht mir doch mal zig hundertmal, tausendmal oder mehr das Brathering, nicht Brathering, Blathering-Logo. Wo ich aber gelandet bin, war im Shop. Und zwar, wir sehen Brickbending, Geometrik, Lego-Set und bla. Interessiert mich alles nicht. Sticker-Bomb, aha, kann man kaufen. Okay, kommen wir gleich zu. Das war es. Das war das, was mir irgendwie vor die Füße gefallen ist, wo ich dachte, wie cool ist das denn bitte? Es nennt sich The Periodic Table of Lego Colors, Version 3.0. Offensichtlich gab es schon 2.0, 1.0. Version 2023, warum 2023? Wichtig, wird später klar. Ja, und das ist halt die Idee, man nehme das Periodensystem der Elemente, kennt der ein oder andere vielleicht aus dem Chemieunterricht, und in Anlehnung an dieses Periodensystem der chemischen Elemente eine periodische Tabelle der Lego-Farben. Und ich habe ja mal ein Video gemacht, sprechen Sie Noppisch, da bin ich ja auch ein bisschen auf das Thema Lego-Farben eingegangen, die mich ja auch teilweise in den Wahnsinn treiben, weil als ich mein Bucket-Sort gemacht habe, meine ganzen, was weiß ich, 20.000 Lego-Teile sortiert habe. Also ich glaube, da ist jetzt auch noch, sind jetzt auch noch Fehler. Also ich habe bestimmt Teile von in meiner Datenbank, die laut Datenbank unterschiedliche Farben haben und in echt dieselbe Farbe haben. Oder auch Sachen, die ein Stein in der Größe, den ich in der einen Farbe abgespeichert habe und dieselbe Farbe eines anderen Steins unter einer anderen Farbe, weil es halt, wenn man die Teile so einzeln vor sich hat, ist es nicht immer so 100% klar, welche Farbe das ist. Also da müsste ich jetzt eigentlich nochmal quasi ein
eine Inventur machen und nochmal die ganzen Farben kontrollieren. Und ihr seht, das ist, also man sieht es hier auf dem großen Foto nicht, weil hier ist es einfach nur von oben quasi fotografiert. Man sieht es hier bei diesem Foto, das ist quasi eine dünne Platte, so eine Hartschaumplatte. Und wie man hier sieht, sind da kleine Lego-Teile aufgeklebt. Ich glaube, es ist geklebt, genau. Und dann geht es halt. Also die haben sich gesagt, wir nehmen nicht nur Stats oder wir nehmen nicht nur dies oder wir nehmen nicht nur das, sondern die haben sich gesagt, wir nehmen alle möglichen Kleinteile, also 1x1-Teile und ja, kleben die da drauf und schreiben daneben, welche Farbe das ist. Es ist, wie ihr seht, noch mehr, da kommen wir gleich drauf, wenn wir uns das echte angucken. Also wie gesagt, das sind echte Lego-Teile. Es ist nicht nur ein Gag und nicht nur hübsch vielleicht anzusehen und für jeden Lego-Nerd ein schönes Souvenir zum an die Wand hängen, sondern ja, es hat richtig auch noch einen Zweck. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns das doch mal an. Dazu schalten wir mal auf meine neue alte Kamera. Ich habe nämlich jetzt doch wieder mein Handy als Kamera eingerichtet. Ich hatte zuletzt eine Webcam als Schreibtischlampe, eine sehr weitwinkelige. Die ist für bestimmte Sachen auch ganz nützlich, aber die Lampe ist jetzt hier an so einem neuen Mechanismus, nicht die Lampe, die Kamera. Hier sind quasi zwei Schwanhälse und an dem einen Schwanhals ist die Kamera fest. Ne, da. Ne, wo ist die Kamera? Da ist die Kamera, da ist die Kamera. Also mir geht es, ne? Und was ihr nicht seht, das ist sozusagen ein Stück weiter da, ein zweiter Schwanhals mit einer Lichtquelle. Ups, ja, das ist immer das Tückische, die switcht gerne mal die Kamera, weil ist jetzt sehr wackelig. Aber das Gute ist, ich muss hier mal gegennocken. Und wenn er sich nicht auf die Position, das Problem ist, ich bin jetzt dagegen gestoßen, das vibriert alles noch. Und wenn er sich für die falsche Perspektive entscheidet, kann ich versuchen, ihn wieder anzustoßen, in der Hoffnung, dass er dann so ist, wie ich ihn gerne hätte. Wenn er sich aber auf einen anderen Modus einigt, dann kann ich ihn hier per Software auf die Perspektive zwingen, die ich gerne hätte. So wie jetzt. Gut, jetzt holen wir dich mal auf den Bildschirm. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht mehr gegenkomme. Und wie gesagt, da ist ein zweiter Schwanenhals mit einer zweiten Lichtquelle. Jetzt sieht man jeden Schmutz hier auf dem Schreibtisch. Und die macht sehr schönes Licht, weil ich hatte auch immer das Problem, hier Licht so richtig auf den Schreibtisch zu kriegen. Und wie ihr seht, ich habe hier auch keinen Autofokus eingestellt. Ich habe jetzt hier wirklich Fixfokus eingestellt. Und ich glaube, da können wir richtig gut was gucken. Und ich kann aber auch mit der Kamera noch ranzoomen, wenn ich will. So. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich noch was vergessen habe. Ich wollte ja das ganze Gedöns zeigen, was gekommen ist. Also, was gekommen ist, also in dem großen Karton, den ich bekommen habe, war das hier. Das kiekt jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ja, natürlich kiekt das. Vielleicht sollte ich das auch lieber hier auf den Schreibtisch zeigen. Das war dabei. Und das ist das, was, glaube ich, gerade auf der Website als Stickerbomb galt. Also Sticker, bis der Arzt kommt. Jetzt haben wir gerade die Website und deren Design gesehen und diese Aufkleber entsprechen halt dem Website-Design. Das heißt, wir haben hier so eine Minifigur, ne, den Namen, We love what you build, everything is better when we stick together. Dann hier nochmal deren We love what we build. Dann, was haben wir hier noch? Startup. Hier so eine Rolling Stones inspirierte Zunge. Bricks, den fand ich noch schön, der ist jetzt gar nicht so mit Lego-Bezug. Don't grow up, it's a trap. You are the brickest link. Ne? Der Originalspruch ist ja, you are the weakest link. Ne? Wie? Ja, hole ich jetzt nicht alle raus. Das sind auch einige nicht so spannend. Der war, glaube ich, noch ganz lustig. Genau, till last brick standing. Und dann hier halt so ein Brick. Und noch so ein bisschen Gedöns. Aber wie gesagt, das war nicht, ich war mir nicht bewusst, dass das dabei ist. War quasi eine nette Überraschung. Ich jetzt nur sehen, dass die wieder schön da reinkommen. Ja, jede Menge Luftpolsterfolie und das Ganze war dann, zeige ich das jetzt wieder in groß, ja, ich versuche es mal, war dann dieser Karton. Nichts Dramatisches, einfach ein flacher Karton, in der allerdings nochmal von dieser berühmt-berüchtigten, extrem reißfesten, grauen Folie umgeben war, die von innen schwarz ist. Also wer öfter schon mal in China irgendwas bestellt hat, gerade so Klemmbausteinsets in China bestellt hat
und ohne Originalkarton. Das sind ja oft auch diese grauen, extrem reißfesten Umhüllungen, um es mal so allgemein auszudrücken. So, ich will dich nochmal hier zur Seite nehmen. Genau. So, dann schalte ich wieder auf die Kamera um. Ist hier, ne, auch hier schick. Da ist nochmal dieses, was wir gerade als Aufkleber gesehen haben. We love what you build. Und wenn man das aufklappt, ist dann nochmal wieder Folie drin. Hallo. Und man sieht es schon unter der Folie. Noch mehr Folie. Ist dann The Periodic Table of Lego Colors. Wie gesagt, das ist so eine, kann ich das hier zeigen? So eine, weiß nicht, 3 mm Hartschaumplatte. Ja, und wie gesagt, hier sehen wir da und hier unten sieht man schon, ist der Flirren in flirrenden Farben. Wie, ja, so ein Holo-Sticker und da steht halt drauf, dass das Periodic Table, Table of Lego Colors First Batch, also erste Charge und 553 of 1000. Also ich habe Nummer 553 von 1000. Also sie haben erstmal in der ersten Charge haben sie 1000 Stück hergestellt und von diesen ersten 1000 Stück habe ich die Nummer 553. Also ist jetzt nicht unbedingt limitiert. Wahrscheinlich, wenn die weg sind, stellen sie einfach mehr hin und nennen es dann Second Batch. Aber sie haben wahrscheinlich erstmal 1000 Stück in Auftrag gegeben. Ja, und das ist echt cool, weil ich kenne die Farben namentlich, sind die mir alle bekannt. Aber die große Frage ist ja auch immer, ja, wie genau sieht die denn jetzt aus? Also vor allen Dingen, wenn man dann mal wirklich Teile sortiert und man hat einen Teil in der Hand und überlegt, ja, ist das jetzt, also gerade hier bei diesen Blautönen, hier sind die, ne? Also wir haben hier Sand Blue, also die Abkürzungen sind natürlich geschnitzt. Es soll natürlich so ein bisschen an chemische Elemente erinnern, aber das folgt halt keinem Standard, keiner Systematik. Sand Blue. Maersk Blue, ich glaube, dieses Maersk Blue, ich glaube, ich mache jetzt doch mal hier die, ich sag mal der Kamera doch, sie soll mal bitte Autofokus machen, weil ich jetzt hier doch ein bisschen näher rankomme. Jetzt muss ich nur, so, jetzt ist Autofokus, ne? Weil wenn ich jetzt ein bisschen näher komme und noch näher komme und noch näher komme, fokussiert sie immer wieder. Gut, also wo war ich stehen geblieben? Also wie gesagt, Sand Blue. Maersk Blue ist natürlich sehr speziell. Es gab ja mal, es gibt diese, ist das eine Dän ich vermute mal eine dänische Reederei, Maersk, und es gab mal ein Schiff oder mehrere Sachen von Lego, die sich auf diese Reederei, also ein Schiff, was sich auf die Reederei Maersk bezog, und da haben sie natürlich extra wahrscheinlich dafür diese Farbe Maersk Blue rausgebracht. Nehmen wir mal Maersk Blue zum Anlass, um ein bisschen auf die Details einzugehen. Also hier steht, muss sehen, dass ich dich da rangehe. Ich nehme die, ihr seht, da steht eine 14. Da fragt man sich, was hat diese 14 zu sagen? Jetzt ist hier unten in der Ecke ist eine Legende. Es ist alles so schön schwarz. Und da sehen wir Number of Sets featuring the Color. Das heißt, es gibt nur 14 Sets, in denen diese Farbe vorkommt. Das finde ich schon mal eine ganz spannende Information, weil man kann sich vorstellen, bei sowas wie Lime sind wir schon bei 2000 irgendwas, Bright Green auch. Was haben wir denn mal so ganz Triviales? Light Bluish Gray haben wir mal locker 7000. Was haben wir denn noch in der Größenordnung? Wenn wir mal sowas Banales wie Weiß hier oben, Weiß, ganz, ganz schlichtes Weiß sind wir natürlich bei 10.000 und Black hier unten sind wir bei 12.000. Wenig überraschend, aber da sieht man dann auch, dass 14 eine extrem kleine Zahl ist. Ne? Also nur 14 Sets von Lego gibt es, wo diese Farbe drin vorkommt. Dann sehen wir hier oben so eine graue Ecke. Ich gehe jetzt nicht immer runter zur Legende, müsst ihr mir glauben, was diese Ecke bedeutet. Also diese blaugraue Ecke bedeutet, dass es eine Solid Color ist. Es gibt zum Beispiel auch noch Metallic, also wenn wir hier zum Beispiel, kriege ich das ins Bild, hier oben ist Metallic Gold und Metallic Silver, die haben halt so ein goldfarbenes Quadrat in der Ecke als Zeichen, dies ist was
metallisches beziehungsweise auch Pearl. Also hier ist ja Pearl Gold, hat auch diese Ecke. Flat Silver hat auch diese Ecke. Keine Ahnung, ob es woanders auf dieser, ob sie jetzt alles in diese Ecke gepackt haben, könnte sein. Es gibt auch Rosa. Rosa steht für Glitter. Also alles, was hier so eine rosa Ecke hat, das sieht man hier auch nicht schön im Licht. Alles, was eine rosa Ecke hat, ist Glitter. Ne, wir haben hier Glitter Clear, Glitter Translight Blue Glitter, wir haben Transparent Medium Violent Glitter und wir haben Transparent Bright Violent Glitter. Gott, Gott, Gott. Und hier haben wir, ach nee, das ist was anderes. Dann haben wir hier grünes Quadrat bedeutet Milky Schrägstrich Satin. Die sind auch hier, ne? Das hier ist Satin, also matt transbrown, Satin trans bright green, Satin dark trans dark, transparent dark blue. Also hier steht Opal, aber hier steht Satin. Ich komme gleich zu diesen verschiedenen beiden Farben. Und als letztes blau, hellblau. Hellblau bedeutet, wenn es nicht schon mit irgendwas anderem sozusagen durch was anderes überschrieben wird, transparent. Ne? Also dieser ganze Bereich hier unten, das ist quasi der Transparent-Bereich, Trans Clear, Trans Yellow, Trans Orange und so weiter und so fort. Alles transparent ist hier oben unten und die haben alle das blaue Quadrat. So, das sind also die blauen Quadrate hier in der Ecke. Die Zahl hatte ich schon erklärt. Anzahl der Sets, in dem das Teil vorkommt. Wie gesagt, der Buchstabe ist einfach so eine Fantasieabkürzung. Nun kommen wir mal, warum stehen hier immer zwei Sachen? Also zum Beispiel hier bei meinem Beispiel Maersk Blue steht da unter Pastel Blue. Und hier steht Dark Türkis. Hallo Kamera. Dark Türkis und hier steht Bright Bluish Green. Also fast überall, ich habe jetzt offen, Sand Green ist Sand Green, das ist klar. Dark Green ist Earth Green, Olive Green, beides Olive Green, Dark Tan, Sand Yellow und Reddish Brown ist auch gleich. Und ich so, okay, die einen kommen mir eher bekannt vor, die anderen nicht. Und ich hätte gedacht, gut, dann sind die bekannten bestimmt die Lego-Namen. Pustekuchen, hier unten wird es erklärt. Der obere Name, der mir persönlich eher bekannt vorkommt, ist der Bricklink-Name. Während der untere Name der Lego-Name ist. Und wie gesagt, wenn ich hier so durchgucke, dann ja, hätte ich auch immer eher gesagt, der obere Name ist der mir geläufige. Das heißt, in der Kommunikation, die ich so kenne, und das ist ja, muss ich sagen, doch in erster Linie vom Held der Steine, dann benutzt der Held der Steine wohl offensichtlich eher die Bricklink-Farbbezeichnung. Also zum Beispiel ist für mich das Light Bluish Gray und hier untersteht Medium Stone Gray. Hab ich noch nie gehört. Also, ne, das ist Light Bluish Gray und hier ist Dark Bluish Gray. Laut Lego oder bei Lego Dark Stone Gray. Okay, nehme ich so hin. Pearl Gold. Reden die von Warm Gold? Na, ist so. Das sind die beiden Namen. Dann sind hier nochmal Zahlen. Dünn gedruckt, fett gedruckt. Dünn gedruckt, fett gedruckt. Dünn gedruckt, fett gedruckt. So, ich sollte irgendwas nehmen. Dünn gedruckt, fett gedruckt. Also die dünn gedruckte Zahl ist die Bricklink Color ID. Das ist ja wichtig, wenn man irgendwie so zum Beispiel bei Rebrickable eine Partliste exportieren lässt im Bricklink-Format, dann stehen da nur Zahlencodes drin. Und die findet man hier, das sind die dünn gedruckten Zahlen. Die dick gedruckte Zahl, das ist die Lego Color ID. So mich als auch ein Stück weit Datenbankmenschen treibt das natürlich in den Wahnsinn, dass die sich nicht irgendwie auf eine Sache einigen konnten und man immer mit diesen zwei Welten hantiert. Wobei ich sagen muss, ja, ich habe ja auch eher mit Rebrickable und dann mit Bricklinks was am Hut. Ich wüsste gar nicht, wo man mal mit den Lego-Zahlencodes konfrontiert wird. Gut, dann haben wir noch. Ich hau hier Captain Picard von meinem. Jetzt drehe ich das Ganze mal.
Weil hier, oder nehmen wir nochmal Maersk Blue ist gerade nicht im Bild. Maersk Blue ist hier, steht so ein Zahlenrange. 1974, 2011. Und hier steht zum Beispiel 2012 bis 2023. Der ist so grau und der ist gelb. Und was bedeutet A die Farbe, B der Jahresbereich? Ja, das kann man sich ziemlich denken. Nämlich, also gelb bedeutet, das Teil ist noch in Produktion. Und grau bedeutet, kann ich da so dicht rangehen, dass ihr das selber lesen könnt? Retired. In Rente. Und das, der Zahlenbereich hier ist eben Production Years. Das sind eben die Jahre, der Zeitraum in Jahren, wann das Teil produziert wurde. Versuch mal möglichst weit weg. So, und wenn die Kamera sich jetzt auch noch mal aufs Fokussieren, muss ich ihren kleinen, ich kann der einen kleinen Tritt in den Hinter. Ach so, wieso ist jetzt der Fokus wieder lockt? Ach, weil ich da drauf klicke. Hallo? Die Software will nicht mit mir. Naja, jetzt ist es scharf gestellt. Ich kann ja auch nochmal, damit wir dieses tolle Feature nochmal nutzen, auch nochmal so richtig. Ist jetzt ein bisschen kriselig, ne? Aber da könnt ihr es nochmal in Großaufnahme sehen. Die Zahlen. Und eben auch zum Beispiel, ne, jetzt hier muss ich selber gucken, wie, jetzt muss ich mich orientieren. Blue 8296 Sets. Lego Color ID, Bricklink, nee, Bricklink Lego, Bricklink Name, Lego Name, Bright Blue, warum ist das Bright Blue? Und dann seit 1950, klar, sowas wie Blau gibt es natürlich schon seit Menschengedenken, bis heute gelb, also nicht retired. Na, natürlich, eine Sache, die man ja weiß mit dem. Jetzt bin ich wieder gegen die Kamera gestoßen. Muss ich wieder zweimal klicken. Na, wir kennen ja alle die Geschichte Dark Bluish Gray seit 91 ist noch in Produktion. Dark Gray 61 bis 2006. Und das sind halt, das ist so ein schönes Beispiel, ne? Wenn man beides vor sich liegen hat, also wenn man jetzt, was weiß ich, man hat 10 Steine vor sich liegen und davon ist, ja, einer ist, egal wie viel, also wenn dann unterschiedliche Dunkelgraus da sind, dann kann man die auseinanderhalten. Aber wenn du nur ein von beiden in der Hand hast, also du hast nur einen Stein in der Hand, dann mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, das ist Dark Bluish Gray oder Dark Gray, ist manchmal schon nicht ganz trivial. Achso, hier ist jetzt noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob wir die hier. Ach, ich muss ja gucken, wo die Kamera ist. Da, denk, 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 denk. Das hier ist natürlich schick. Weil das ist Glow in the Dark White. Ich kann ja mal versuchen, ob ich das hinbekomme. Nicht wundern, es könnte jetzt interessant werden. Ich mache jetzt mal mein Licht aus. Dann halte ich das jetzt mal. Ich halte jetzt, das seht ihr jetzt nicht, ich halte dieses Glow in the Dark, halte ich direkt unter die Lampe, die ich hier habe. Und dann seht ihr das? Es leuchtet grün. Ich habe nämlich gerade, fällt mir ein, ich habe noch eine Lichtquelle, aber man sieht es, dass es grünlich leuchtet. Das ist ja dieses Glow in the Dark, leuchtet ja eher grünlich. Ich mache noch mal, ich mache es jetzt richtig dunkel hier. Ah, so, und wenn ich jetzt da, ne, die Kamera versucht natürlich jetzt Restlichtverstärkung zu machen, aber ihr seht, das ist Glow in the Dark White. Interessant, dass die Kamera noch so alles rausholt. So, jetzt muss ich erstmal wieder die ganzen Lichtquellen hier wieder anmachen. Zack. Ist ja zum Glück alles. Zack.
Zack. Oh Gott, die Kameras sind alle leicht im Stress. Und zack. Ja. Wo ist White? Da ist White, ne? Dass ihr nochmal seht. 10.795 Sets enthalten die Farbe Weiß. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt. Kann also nicht sagen, weiß also nicht, ob man sagen kann, Weiß kommt überall drin vor. Yellowish Green. Neon Yellow. Bright Light Yellow. Yellow. Es sind nicht alle Farben natürlich dabei. Oder, also ich glaube, es gibt mehr Farben. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht sind es ja tatsächlich alle Farben, die es gibt. Dark Orange. Orange. Nougat. Nougat war doch das, was sie auch Dark Flash genannt haben. Ne? Ten. Light Nougat. Oh, Kamera. Medium Nougat. Coral. Also ich will jetzt alle nicht durchgehen, aber dass ihr mal so einen Überblick da habt. Dark Red. Und viel, 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 viel mehr hier unten vielleicht nochmal. Ne? Hier sind die transparenten Sachen. Ich finde halt auch so cool, dass sie nicht gesagt haben, wir nehmen einfach stumpf Stats. Hätten sie ja sagen können. Wir nehmen Stats. Punkt. Sondern es ist. Ich wüsste nicht, dass da eine Systematik drin ist. Ich versuche hier nochmal die. Wo sind die? Glitzer. Ne? Transparent, Medium, Violent, Glitter oder ja, Glitter, Trans, Dark, Pink. Oder hier und das eben die Sachen. Glow in the Dark habe ich ja gerade gezeigt. Und hier, das ist ja auch so ein Ding, was man immer, oder wo ich immer wieder, ich muss jetzt mal umdrehen, damit ich so dicht an die Kamera rankomme, ist halt dieses Metallic Silver, Kamera, Metallic Silver, Flat Silver, Metallic Gold, Pearl Gold, es gibt ja kein Flat Gold. Ich weiß nicht, ob Flat Silver und Pearl Gold, ob das quasi dasselbe sein soll. Klar soll Metallic Gold dasselbe sein wie Metallic Silver. Was natürlich hier nicht drauf. Achso, ja, eine Farbe, die ich quasi vermisse, ist Chrome. Vielleicht gibt es kein 1x1-Teil in Chrome. Kann natürlich sein. Ich zoome mal wieder raus. Also wie gesagt, das, ja. Das ist so schön, wie ich sagte, man bestellt was, vergisst es, dann kommt es und dann freut man sich doppelt, weil man sich quasi selbst überrascht hat. Kostenpunkt 50 Euro. Ah, kann man diskutieren, ob das jetzt, also sagen wir so, in Relation zum Material, gut, das ist hier dieses schon, würde ich sagen, qualitativ ganz gut. Gut, die Platte ist natürlich jetzt nicht so super stabil, aber es soll ja auch nichts aushalten. Der Druck ist super. Klar, die Teile kosten nicht die Welt. Aber die Idee, die mache, ich glaube auch, dass das von Hand gemacht wird. Ich wüsste nicht, dass man das maschinell machen kann. Das kriegt bei mir hier einen Ehrenplatz. Irgendwo hier, meine Frau hatte schon vorgeschlagen, darf an die Tür aufhängen. Ich habe ja hier keinen Hintergrund, wo ich es schick platzieren kann. Aber wie gesagt, das musste ich einfach haben. Und es hat, wie gesagt, vielleicht wirklich mal irgendwann den realen Einsatzzweck, wenn ich mal eine Inventur mache, dass ich dann wirklich nochmal gucken kann. Ich bin mir, wenn ich mir nicht sicher bin, welche Farbe ist das nun? Wie gesagt, gerade hier so im Bereich dieser Blautöne oder auch hier diese. Bright Pink, Dark Pink, Lavender, Medium Lavender, Magenta, Dark Purple. Gut, wie gesagt, Dark Purple ist nun wieder der Fall, wo ich sage, den würde ich eindeutig wohl erkennen. Aber die anderen Purple, Pink Sachen hätte ich schon meine Probleme. Gut. Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wundere mich gerade, warum hier Lego Color ID, warum hier 2, 2. 98336 und 299335. Vielleicht hat Lego die Caller-ID mal geändert. Wobei hier unten steht, auch beim Lego-Namen, beim Gold, steht hier Warm Gold, Drum, Lacco, Gold, Ink. Okay, das scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Das Metallic Silver heißt bei Lego Silver Ink. Flat Silver heißt Silver Metallic.
Okay, das ist jetzt hochgradig verwirrend, dass bei dem einen Silver mit Flat Silver, mit Silver Metallic heißt, als bei Lego aber Metallic Silver. Bei Bricklink. Nun gut, ja, Shop habt ihr gesehen, kann ich noch mal kurz gucken. Moment, wo bist du hin, Shop? Falls da jemand noch mal, kann ich ja noch mal drauf gehen. Das war hier. Ja, das ist halt wlwyb.com. We love what you build. Oder ihr sucht einfach nach das kann ich nicht mal aussprechen, Periodic Table of Lego Colors. Also, der Versand ist free shopping worldwide. Das kann man aber bei dem Preis dann, finde ich, aber auch erwarten, dass dann Shipping included ist. Hat nur relativ lange gedauert, bestimmt ein paar Wochen, aber gut. Ach, guck mal, hier steht es auch nochmal. A handy tool helps you identify easier the different Lego colors. Zwischen, ja, Light Gray und Light Bluish Gray zum Beispiel. Okay, jetzt lege ich das mal zur Seite. Ich bin gerade überlegen, habe ich noch irgendwas zu erwähnen, erzählen, dies, das. Aber ich wüsste nicht. Ich habe hier schon das. Ich kann schon mal sagen, dass als nächstes werde ich das Mold King Set bauen. Ich bin, wie gesagt, dann noch ein bisschen mit mir hin und her gerissen, ob ich das auch noch hier in meinem kleinen Schreibtisch baue. Aber es ist perspektivisch. Es gibt Perspektiven, dass ich dann irgendwann auch mal wieder an den großen Schreibtisch umziehe. Und dann steht auch dem Bau des Teslas nichts im Wege. Ich habe schon mal wieder gezuckt, weil ja jetzt alle Welt redet ja vom Liebherr von Lego und deswegen redet alle Welt vom Liebherr in Anführungszeichen von Mold King, der natürlich in Relation ein Schnäppchen ist, aber dafür wüsste ich nun gar nicht, wohin damit. Und ich finde es auch, gut, es sind viele Motoren drin. Ich habe aber ein anderes Set schon wieder. Also ich bin wieder von A, von B nach C und D und D und am Ende war ich schon wieder so kurz davor zu klicken, weil ne, mein Kryptonit sind ja Baumaschinen aus Lego-Technik. Je mehr Motoren, desto besser. Und da habe ich ein Set, das steht jetzt auf meiner Amazon-Wishlist, die sowieso kein Mensch kennt. Da ist jetzt ein Set drauf, wo ich denke so, ach, das wäre wieder 6, 8 Motoren, 8 Motoren und Pneumatik. Ich glaube, 6 bis 8 Motoren und Pneumatik in einem Set. In einer Baumaschine natürlich, wo willst du sonst so viele Motoren und Pneumatik unterbringen? Aber gut, das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Spruch her ist. Ist jetzt auch egal, ich mache jetzt Feierabend. Tschüss.